Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer LS19 Diego. Ja, ich habe zwei kleine Videos versprochen und dann mache ich auch zwei. Ich wollte mir die Anaheim vom guten alten Tuni mal angucken. Der Tuni hat uns ja im 17er damals schon sehr früh mit sehr vielen Maps verwöhnt. Ja, er führt das im 19er fort. Ist schon seine zweite Map. Natürlich im typischen Tuni-Style. Und Kommentare sind deaktiviert beim Schrotti. Also das Ding gibt es beim Schrotti. Link packe ich euch mit rein, wenn ich dran denke. Und ja, das ist das Ding. Ich weiß gar nicht. Das sieht ähnlich aus wie die andere Map, wo ich schon mal war. Aber gut, das ist beim Tuni immer so. Er hat aber auch gleich dabei geschrieben, warum er die Kommentare deaktiviert hat, weil manche lesen nicht richtig, schreiben aber trotzdem schon mal einen blöden Kommentar, haben, ne, also wenn irgendwas, und er hat auch wirklich recht, mir ist das beim Richie, ist das gleiche in grün, erst lesen, ja, und dann gucken, ob man selber vielleicht irgendwas falsch gemacht hat und dann einen Kommentar schreiben und nicht gleich schreiben, das Drecksding funktioniert ja gar nicht, du bist der dürfste Modder der Welt und so. Guckt erstmal bei euch selber nach. Ja, das ist allgemein einfach nur eine Frage der höflichen Umgangsform. Ja, wie ich das jetzt hier schön reden soll, weiß ich allerdings auch nicht. Da kann ich jetzt... tja, es... ist halt so, wie es ist, ne? Man hat beim Tuni immer das Gefühl, dass der unheimlich unter Zeitdruck steht, ne? Es ist immer, Tuni ist immer schwer im Stress, habe ich das Gefühl. Aber trotzdem, ich meine, der eine oder andere wird sich trotzdem freuen. Boah, Tuni. Boah, es wird immer schlimmer mit dir anstatt besser. Was ist das? Oh, ich bin zu verwöhnt vom Richie. Ich versuche wirklich immer die Sachen positiv zu sehen, Leute. Wirklich, aber ich kann mir nicht alles schön reden. Es reicht doch schon, wenn ich mit den 19er schön reden muss. Ah, hier ist der. Ja, Gott. Ich habe schon gedacht, ich komme nie runter. Was ist mit dem Vogel nicht in Ordnung? Ich habe gedacht, ich komme nie runter. Vögel zwitschern. Das ist also unsere Hofeinfahrt. Hier können wir uns frei entfalten. Ja, von Modding-Welten, ich habe das andere Video gesehen, hoffe ich zumindest, dass ihr das andere Video gesehen habt. Modding-Welten hat da einiges vorbereitet. Ihr könnt jetzt lospalazieren. Und das ist mein Acker hier. Sehr schön. Und die Straße scheint auch so ein bisschen kurvenmäßig zu sein. Dass Giants die Baumwolle nicht aus den Standard-Maps rausnimmt, verstehe ich nicht. Das ist, Ich habe nichts? Ich habe 100.000 Euro und keine Startfahrzeuge? Wirklich jetzt, Juni? Gar nichts? Oh Mann, ey. Das ist das, was ich habe, oder was? Ich sag so, wie es ist, da kommt bei mir ganz spontan etwas weniger Spielfreude auf. Ich meine, wenn ich jetzt in dem Heavy-Modus angefangen wäre, aber ich bin ja gar nicht im Heavy-Modus angefangen. Ich bin auch hier, ja, wir fahren jetzt mit dem Fiat hier rum. Ich muss ja irgendwas haben, ich kann ja kein... Jetzt wird es ja ein drauf rumgelaufen Video. Ich will ein drauf rumgefahren Video machen. So, das ist dieser Händler. Ich glaube, den hat Giants recht früh schon veröffentlicht, so als Map-Bau-Objekt. Ne? Ist jetzt nicht so der Burner, aber er erfüllt seinen Zweck, ne? Warum nicht? Ist halt ein Händler. Das ist ja nicht mal eine offene Werkstatt hier. Was ist das hier? Ist das der Kundenwartplatz oder ist es für die Arbeiter hier? Sehr sporadisch eingerichtet. Zwei Hebebühnen. Sehr interessant aufgehängte Lampen.
Naja. Ist ein Giant-Standardgebäude. Das musste wieder schnell gehen bei Giants. So, wir gucken mal. Also was ich schon mal schön finde, was auf den Fotos erst schlimm aussah, dass hier trotzdem die Straßen doch recht schnackelig sind, ne? Das fiel auf dem Foto erst nicht so auf, das sah so aus wie Legoland. Aber es ist wirklich okay. Da ist in jeder Straße ist irgendwo ein Knick und so. Also das hat er wirklich gut gemacht. Und trotzdem schöne, eckige, helferfreundliche Felder. Das ist genau so, wie der Diego das mag. Ne? Ja, hier oben, gut, da kannst du dann jetzt nur von Feld zu Feld zu Feld oder was? Oder wir fahren mal da rum. Gucken uns das mal an. Oh, hallo! Ich bin ja schon weg. Was ist das für ein kleines Schildchen? 30er-Zone ist hier. Okay, aufpassen hier. Ortseingang. 30er-Zone hier. Alter, habe ich mir eine echte Rakete ausgesucht von Trecker, wa? Dann habe ich ja genau das richtige Gerät genommen, um einen drauf rumgefahren Video zu machen. Müsst ihr einmal kurz gucken, ist hier Wasser? Oder ist das einfach nur so ein Graben? Hier ist ein Gewässer. Das sieht schön aus. Halt, stopp. Nicht da ganz reinplumpsen, nur so dran vorbei. Ja. Ist ein schönes Gewässer. Kann man nicht meckern. Chill, chill. Die Vögel zwitschern. Hier kannst du schön die Axt im Walde machen. Der ist doch wieder Rasenmähen hier. Also, die Grundstücke sind mehr so verwildert. Jetzt habe ich hier ein Auto und muss ich hier noch, obwohl ich so langsam fahre, noch warten, bis das Auto vorbeifährt. Himmel der Berge. Naja. Wirkt so auf den ersten Blick sehr nüchtern, ne? Da ist nicht viel, ja, was soll man sagen, so dieser Aha-Effekt ist nicht so da, ne? Dass man so völlig aus dem Häuschen ist. Das Gras ist aber mal mega, ne? Ist voll das Mega-Gras. Und sehr schöne Wege. Sehr schön. Das feiere ich. Kleiner Feldweg. Kommen doch keine Autos entgegen hier. Das ist schön. Ne? Aber vielleicht mal so ein bisschen eine andere Bodentextur. Mal so ab und zu mal so ein bisschen braun. Oder auch hier in den Rändern, wo kein Gras wächst. Dann ist dann vielleicht ein bisschen Schotter oder so vielleicht. Ich weiß nicht, aber... So, hier kommt man zu dem Feld. Ah, hier ist ein anderer Weg. Hier sind noch ein paar andere Texturen. Kann man jetzt alles selber painten quasi, ne? Das ist, das Spiel gibt das ja vor, also macht es möglich, so. Oh ja, das geht aber hier mit der Straße. Alles sehr flach gehalten, ne? Sehr flach gehalten. Ist natürlich super für diese ganzen platzierbaren Geschichten. Aber so irgendwie so richtig, also umhauen tut die mich jetzt nicht, ne? Das sieht aus so wie so ein, so als wenn er so den Grundstock einer Map gelegt hätte. So die Basis ist da. Und als die Arbeit richtig anfing, hat er aufgehört. Na, weil jetzt müsste man noch erstmal, jetzt fängt die Arbeit doch erst richtig an hier mit Deko-Scheiß und ein bisschen, ne? Dass hier auch mal, wie gesagt, mal eine kleine Pfütze am Wegesrand ist oder ein kleines Schlammloch oder so. Ne? Ja, eine kleine Tannenschonung für die Axt im Walde. Ein sehr, sehr großes Waldgebiet, wie es aussieht. Also alles, was jetzt hier braun ist, scheint Wald zu sein. Können wir da einfach mal so reinknallen hier? So hier, so zack. Nur mal zu sehen, wie das innen drin aussieht in dem Wald.
Ja, oh, es sind doch die ganz fetten Bäume hier. Die geben richtig Kohle, ne? Wenn ihr solche. Also hier könnte man wirklich mal Wald machen, ne? Jetzt, oh, ich habe schon gedacht, der Baum hätte keine Kolli. Was hieße denn, dass man die nicht fällen kann? Ne, aber hier ist gut was los. Also. Nicht gerade wenig Bäume. Also hier kannst du mal richtig. Alter Vater. Mal richtig die Axt schwingen, ne? Natürlich. So ein kleiner Verladeplatz oder sowas wäre jetzt noch ein nice to have gewesen, aber. Ich sehe jetzt gerade keinen. Ah, warte mal, da vorne kommt was. Wir fahren noch mal kurz hin. Wenn ich denn jemals aus diesem Dickicht wieder herauskomme. Da scheint was zu sein. Da ist hier ein anderes Gebäude. So eine richtig offizielle Einfahrt habe ich auch noch nicht gesehen. Die müssen uns wahrscheinlich so eine Schneise selber da reinschlagen. Ne, das ist kein Verladeplatz, aber immerhin. Hier hast du so eine Unterstellhalle und ein Häuschen. Zäunchen drumrum. Bisschen Gemüse wächst hier. Oh ja. Kann man so machen. Chilp, chilp, ja. Einfach auf den Vogel getreten hier. Was ist hier los? Absoluten Raketenschlepper hier. Warum nehme ich denn kein Pickup? YouTube. Oh, hier ist aber. Oh. Da haut das so mit der PDA und der Straße. Das hat nicht geklappt. Hier ist irgendwas schiefgelaufen. Eigentlich, ne? Ihr seht, was läuft, ist Clark. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Das habe ich schon öfter mal auf verschiedenen Maps gehabt. Manchmal passen die Felder auch gar nicht und das ist komisch. Ich weiß nicht, wie das kommt. Das mit der unterschiedlichen Größen sind von den Dingern. Bildern heißen diese Dinger. Ja, so ein entspanntes drauf rumgefahren Video habe ich auch noch nie gemacht. Ich muss aufpassen, dass ich nicht einschlafe hier. So, hier ist eine BGA. Mapbegrenzung geht eigentlich. Also es ist schon okay da hinten. Hier ist die BGA. Sind gewaltige Silos und schöne Scheinwerfer. Und ansonsten mehr so eine Mondlandschaft. Ja, da wächst halt nichts, da ist nichts. Kann man sich jetzt aber alles selber texturieren. Ne? Das ist so. Also weiß nicht, ob der Tuni das auch so geplant hat, dass man halt jetzt nur noch sagt, so, das ist die Basis einer Map und den Rest müsst ihr euch selber fertig machen. Das geht jetzt im 19er, ne? Das kann man so machen, ne? Das kann man so machen. Tja, irgendwas haut mit der PDA nicht hin. Warum auch immer. Aber so ist hier so nicht so, also, ne? Also jetzt nicht so irgendwelche Highlights, wo man. Aha. Ist das ein Giants Originalding? Hab ich noch nie gesehen. Irgendwas scheint hier auch mit dem, ne, dass das Gras immer nicht bis zu der Kante, also irgendwas ist hier kaputt gegangen, glaube ich. Ne, da ist der BGA. Irgendwo war doch da. Mal eben wenigstens einmal noch zu dem Felsen fahren. Und dann ist das Video auch schon wieder zu Ende, ne? Ich meine, ist klar, wenn ich mit so einem Raketenschlepper drauf rumgefahren Video mache, sieht man nicht viel, ne? So Mapbegrenzung sieht gut aus. Das ist schön, das ist nicht so hier Fototapete und Klatschbaum fertig, sondern ein schöner Wall, paar Bäumchen oben drauf. Fototapete ist da auch, aber glaube ich mehr im Hintergrund, ein bisschen dezenter. Ist vielleicht ein bisschen steil geworden, ne? Das weiß ich nicht. Das wirkt so ein bisschen unnatürlich, ne? Wenn man hier solche. Mein Gott, ist das eine lahme Ente. Wenn man das hier vorne, das ist. Ja, ich weiß nicht.
Müsste man eine Felsentextur nehmen. Aber hat er so gar nicht gemacht, ne? Also ich hätte jetzt hier dieses steile Stück hier. Da, weiß ich nicht, da hätte ich eine Felsentextur drauf gemalt. Einfach nur, weil man es kann. Nur deshalb. Müsst ihr jetzt selber machen, ich weiß. Kann man ja alles nachträglich noch machen. Hier ist die Fototapete. Ach, hier wird äußerst müde. Eieiei. Ich glaube, ich bin hier gegen die Kolli gefahren. Steht er auch wieder auf, oder? Im Prinzip kann er auch liegen bleiben. Das Video ist eh zu Ende. Ich wollte halt nur wissen, ob eine Kolli da ist. Es ist eine da. Kann ich hier, kann man nicht weiterlaufen. Und dahinter ist die Fototapete. Ja, so hat der Tuni sich das vorgestellt. Soll eine Map aussehen. Hier vorne kann man noch ein bisschen weiterlaufen. Dann hier ist dann auch die Kolli. Ist ganz gut, dass man nicht versehentlich von der Map fällt. Vor allen Dingen die Spieler, die mit Curseplay spielen, ne? Wenn da mal irgendwas nicht klappt, dass er nicht den kompletten Flug sauber macht, der gute alte Helfer. Ne? So, hier ist so schön. Ach so. Die Straße ins Nichts. Hat aber geschickt so einen Knick reingemacht. Ne? Wenn man hier durch den Kreisverkehr fährt, denkt man, alles ist gut. Ne? Wenn du hier so abbiegst, dann denkst du so, ja, 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 da geht's irgendwo hin. Aber nee, da geht's gar nicht irgendwo hin, ist schön. Ach, guck mal, hier hat er Felstextur genommen. Hätte ich überall Felstextur gemacht, Kollege. Naja, oh. YouTube, wir müssen. Ey, entspann dich mal, Kollege, ja? Ich weiß, ich muss jetzt gehen. Diego ist draußen. Habt euch lieb.